Willkommen Freunde zur neuesten Ausgabe der News, heute in etwas längerer Form, denn momentan findet in San Francisco ja die GDC, also die Game Developers Conference statt und deswegen gibt es da viele neue Informationen von Wolf, zum Beispiel über Half-Life 3, beziehungsweise nicht über Half-Life 3, dann über die Source 2 Engine, über Steam Link, Steam Machines, Steam Controller und zum Beispiel auch von CD Projekt Red, die haben ein neues Gameplay-Video gezeigt zu The Witcher 3 Wild Hunt. Dann wurde der Entwickler Maxis geschlossen. Es geht um Resident Evil Revelations 2. Es geht um die GeForce GTX Titan X und auch über ganz viele andere Sachen, zum Beispiel über das alleinlauffähige Prequel zu Wolfenstein The Old Blood. Das alles jetzt gleich und natürlich noch viel mehr nach dem Intro. Heute mit der PS4, denn die PS4, die verkauft sich einfach unglaublich gut. Und jetzt habe ich noch ein paar neue, frische Zahlen für euch. Denn bereits 2014 war die PS4 die weltweit meistverkaufte Konsole. Die weltweit meistverkaufte Konsole. Alle anderen Konsolen sind wirklich in den Schatten gestellt von der PS4. Und Sony hat jetzt offiziell bekannt gegeben, wie oft denn bisher die PS4 verkauft worden ist. Und zwar 20 Millionen Mal. 20,2, das sind die konkreten Zahlen, in 123 Ländern. Und der Launch von der PS4 war auch zugleich der erfolgreichste Konsolenlaunch aller Zeiten, sogar erfolgreicher als der Launch von der sehr erfolgreichen PS2. Außerdem hat man vor kurzem den höchsten Profit seit 1998 einfahren können. Wow, das ist gar nicht schlecht. Zitat, wir fühlen uns geehrt, dass Spieler auf der ganzen Welt die PS4 auch weiterhin als den besten Platz für Spiele ansehen. So Andrew House, President und Global CEO bei Sony Computer Entertainment. Momentan sollte eigentlich jeder mitbekommen haben, dass in San Francisco die GDC, also die Game Developers Conference, stattfindet. Und da gibt es natürlich eine ganze Informationsflut an neuen Informationen, was auch sonst. Und diesmal betrifft es Entwickler CD Projekt Red, das ist ja der Entwickler von der The Witcher-Reihe. Und die haben da neues Gameplay-Material zu The Witcher 3 Wild Hunt gezeigt. Und endlich mal wieder neue Bilder. Ich freue mich ja über jedes Bild, über alle neuen Informationen und endlich mal wieder etwas Neues. Läuft wahrscheinlich hier gerade im Hintergrund. Wundert euch nicht, dass es ein bisschen scheiße aussieht, denn das wurde wahrscheinlich einfach aus dem Publikum gefilmt. Trotzdem sieht man da oder bekommt neue Einblicke. Unter anderem sieht man Geralt von Riva, wie er gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpft und man sieht auch, wie der Hexer Magie anwendet. Und ja, wie gesagt, also ich freue mich unglaublich auf das Spiel. Guckt euch einfach mal das Video an. Mehr gibt es da nicht, beziehungsweise es gibt natürlich schon einiges an Videos, aber das ist jetzt so das Neueste, was gerade rausgekommen ist. Vielleicht gibt es ja in den nächsten Tagen von der GDC noch neue Informationen, neue Bilder und neue Videos zu The Witcher 3 Wild Hunt. Kommen wir leider zu einer traurigen Nachricht, denn der Entwickler Maxis, den man unter anderem von die Sims 4 oder SimCity kennt, der, ja, hat geschlossen, beziehungsweise musste jetzt seine Pforten schließen. Das hat Electronic Arts jetzt mitgeteilt, dass der Hauptsitz von Maxis in Emeryville geschlossen worden ist. Mehrere Mitarbeiter haben das Ganze auch schon bestätigt. Alle Mitarbeiter sind natürlich entlassen worden, haben allerdings neue Positionen in anderen Studios angeboten bekommen. Außerdem fragt man sich natürlich jetzt, wie sieht es denn mit den ganzen Franchises aus, die da entwickelt worden sind, mit den Titeln und so. Die werden ausgelagert in andere Studios, nach Redwood Shores, nach Salt Lake City, nach Helsinki und nach Melbourne. Und da können dann wahrscheinlich auch die ehemaligen Entwickler von Maxis dann wieder mitarbeiten. Je nachdem, wenn man denn dann dahin ziehen möchte, je nachdem wie weit das ist und so weiter und so fort. Ihr versteht mich auf jeden Fall. Die Sims 4 sei davon nicht betroffen, denn die Sims 4 soll in einem anderen Maxis Studio in Redwood dann entwickelt werden. Und dieses Studio soll dann nach und nach auch noch ausgebaut werden. Ja, finde ich ein bisschen traurig. Ich hoffe natürlich, dass die Mitarbeiter wirklich alle dann neue Jobs kriegen. Und passiert in der Gamebranche. Ihr seht, wie schnelllebig das Ganze ist. So, an dieser Stelle jetzt mal eine kleine Hardware-News für richtige Männer. Man muss auch mal eine Hardware-News machen. Und ihr wisst, ich habe ja vor einiger Zeit meinen Rechner oder vor 2 Wochen meinen Rechner aufgepimpt, aufgerüstet. Und ich habe jetzt einen GeForce GTX 79 drin. Allerdings gibt es natürlich noch stärkere Grafikkarten, wie zum Beispiel die GTX 980. Und es gibt natürlich auch noch die Titan. Und jetzt hat Nvidia bekannt gegeben, dass es noch eine bessere Grafikkarte geben wird. Und zwar die GeForce GTX Titan X. Die verfügt über 12 GB VRAM, also Video.
Videospeicher und insgesamt 8 Milliarden Transistoren. Zum Vergleich, die GTX 89 hat 4 GB VRAM und 5,2 Milliarden Transistoren. Oh, das ist schon mal ein kleiner Unterschied, aber natürlich kann man sich jetzt vorstellen, dass natürlich auch der Preis etwas höher sein wird. Der ist zwar noch nicht bekannt gegeben worden offiziell, aber man schätzt, dass der Preis ungefähr bei 1350 US-Dollar liegen wird. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann wartet auf die GTC Conference am 17. März. Da erwartet man halt neue Informationen zu dem guten Stück. Mir ist das sowieso zu teuer, ich bin mit meiner 79 auf jeden Fall zufrieden. Ohne Mist, ich habe gestern noch gesagt, ich hätte gerne einen zweiten Teil zu dem Ego-Shooter Wolfenstein The New Order. Und anscheinend haben mich die Spieleentwickler-Götter ja erhört und es wird ja keinen zweiten Teil geben, aber tatsächlich ein alleinlauffähiges Prequel, nennt sich Wolfenstein The Old Blood und nimmt sich selber nicht ganz ernst. Erscheinen soll das Ganze am 5. Mai für PC, PS4 und Xbox One als digitale Variante und auch als Retail-Edition. Allerdings, Xbox One-Besitzer bekommen nur die digitale Version geboten. Wir müssen wieder als Agent BJ Blazkowicz die bekannte Burg Wolfenstein infiltrieren innerhalb von zwei langen Missionen. Die erste Mission nennt sich Rudijäger und die Höhle der Wölfe. Die zweite Mission, die dunklen Geheimnisse der Helga von Schraps. Und laut Bethesda werdet ihr nie dagewesene Abscheulichkeiten des Regimes entdecken und ja, aufdecken. Und wie gesagt, das Ganze nimmt sich nicht so wirklich ernst. Im Hintergrund läuft auch nochmal der trashige Gameplay-Trailer. Ihr werdet auch neue Waffen und neue Gadgets zur Verfügung gestellt bekommen. Und Bethesda wird allerdings, da werden jetzt einige traurig sein, die älteren Generationen oder die ältere Konsolengeneration nicht bedienen. Also PS3 und Xbox 360 Besitzer werden nicht bedient. Das ist ein bisschen traurig, aber ich kann es ja verstehen. So, nochmal eine kurze Information zu allen PC-Spielern von Resident Evil Revelations 2, denn da gab es ja einigen Grund zum Ärger, sage ich jetzt mal so, denn die PC-Version hatte ja keinen Koop-Modus, weder im Raid-Modus noch im Kampagnen-Modus oder im Story-Modus und da haben sich einige aufgeregt, vor allem weil das auch in der Produktbeschreibung von Steam nicht so ordentlich beschrieben war, beziehungsweise das Ganze war ein bisschen schwammig. Dann kam Modder, der einfach diesen Koop-Modus integriert hat und das Ganze lief dann, glaube ich, auch schon mehr oder weniger und jetzt hat sich Capcom auch nochmal zurückgemeldet und gesagt, hey, wir werden für die PC-Version auch einen Koop zur Verfügung stellen und zwar in kürzester Zeit. Allerdings kann es natürlich sein, dass dieser da noch nicht zu 100% ausgereift ist. Wer mit dem Ganzen nicht zufrieden ist, der soll sich melden, der bekommt dann sein Geld wieder zurück. Und ich muss sagen, das hat Capcom wirklich gut gemacht, schnell reagiert. Und dass man dann sein Geld zurückbekommt, wenn man mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben möchte, finde ich wirklich eine gute Lösung. Was meint ihr? Und nein, wir kommen heute nicht ganz von der GDC weg, denn da wurde einfach so viel angekündigt. Unter anderem hat man ja damit gerechnet, dass auch Half-Life 3 vielleicht angekündigt werden könnte, denn am 3.3. um 3 Uhr nachmittags Ortszeit, da sollte ja eine Konferenz über Physik in Videospielen stattfinden und damit, oder da hat man gerechnet, dass dann auch vielleicht Half-Life 3 angekündigt werden könnte. Allerdings war das Ganze dann doch nicht so. Es war im Grunde einfach nur ein Vortrag von einem Wolf-Techniker über Physikoptimierungsstrategien für Spieleprogrammierer. Für Spieleprogrammierer das Ganze wahrscheinlich recht interessant, für andere Leute weniger. Laut Wolf-Marketing-Chef Doug Lombardi war das Ganze einfach ein Missverständnis. Auf jeden Fall ein bisschen traurig und wir warten weiter. Außerdem hat man die Gunst der Stunde genutzt, um die Source 2 Engine vorzustellen. Die Source 2 Engine ist natürlich der Nachfolger von der Source Engine, die unter anderem in Titanfall und Half-Life 2 zum Einsatz kam. Außerdem hat man über Steam Link, Steam Controller und Steam Machines gesprochen. Die sollen alle im November erscheinen. Steam Machines sollen ungefähr 500 US-Dollar kosten, also noch recht teuer. Und die anderen beiden 49,99 Dollar internationale Preise gibt es nicht. Außerdem gab es neue Informationen zu Rive oder zu dem Rive VR Headset, das zusammen oder momentan in Zusammenarbeit mit HTC entsteht. Alle weiteren Informationen, wenn euch das Ganze interessiert, gibt es natürlich auf planetnation.de. Okay, das war wirklich die längste News-Ausgabe und ich muss ehrlich sagen, meine Stimme ist jetzt auch weg, weil eigentlich bin ich momentan ein bisschen erkältet. Ja, gib doch mal einen Daumen hoch für erkältete Leute wie mich. Nein, natürlich, ich brauche keinen Mitleidsdaumen nach oben. Auf jeden Fall, das war eine neue News-Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und eure Meinung natürlich gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Schaut auch gerne mal bei unseren Kollegen bei planetnation.de vorbei. Da gibt es natürlich auch alle Infos nochmal in etwas ausführlicherer Form. Und in dem Sinne wünsche ich euch dann noch einen schönen Donnerstag und bis zu den nächsten News. Ciao.